Ja, hallo meine Freunde, willkommen beim neuen Update. Update Nummer 7, glaube ich, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Ja, DVD Blu-ray Update Nummer 7. Ja, ich habe weiter nach Sachen gesucht und auch gefunden, sage ich mal teilweise, und auch teilweise richtig coole Schnäppchen gemacht. Und auch, ja, wieder 10 Euro, sage ich mal, umsonst gekriegt. Aber das kann ich euch ja mal kurz erzählen. Also, ich fange jetzt mal an mit dem ersten Stapel hier, der ist vom Kaufhaus. Auch sehr gute Filme ergattert, sag ich mal. Fangen wir mal an mit Escape. Ja, für sage und schreibe, ich glaube, 4 Euro war das, ein Steelbook. Zu diesem Film kann ich leider nichts sagen. Nur, dass es halt so ein Wikinger-Film ist oder so Endzeit, so ein alter Film, also Mittelalter-Film von den Machern von Coldplay auf jeden Fall. Geht 92 Minuten von Koch Media. Ich sag, einzigste, was hier so ein bisschen Mängel dran sind, sind so ein paar Schlieren hier. Aber gut, für 4 Euro, ich sag ja, pf, mir ist es scheißegal, so. Ich sag, für 4 Euro kann man nicht sagen, ist ein 16er Film. Ja, Trailer war auch ganz gut von Escape, also ja, nicht schlecht. Ich bin echt gespannt, wie der Film ist. Ja, jetzt geht's weiter. Noch so eine besondere Ausgabe, ja. Mr. und Mrs. Smith, einmal mit Angelina Jolie und Brad Pitt. Ja, auch so eine Special Edition, sag ich mal, Aufführer bekommen vom hier Kaufhaus. Einmal eine DVD und plus CD. Das Coole finde ich hier dran, dass man das ausschieben kann. Einmal zu dieser Seite hin und zu dieser Seite hin. Und das sind keine Löcher, das sind, ja gut, Löcher schon, aber Einschusslöcher, keine selbstgemachten Löcher, die sind so. Aber sieht man wahrscheinlich auch so schlecht. Obwohl doch, sieht man so ein bisschen. Das ist extra so gewollt, hier so, diese Löcher. Ja, Mr. und Mrs. Smith, muss ich ehrlich sagen, kenne ich auch nicht den Film, obwohl das schon alt ist. Aber richtig cool gemacht. Mit Soundtrack und Film. Auch wie unbenutzt, also die CDs kann man hier fast kaum rauskriegen. Also da bin ich mal eher so, dass es fast, ich glaube, fast gar nicht geguckt worden ist oder so. Die kriegst du so schwer hier raus. Mit so einem kleinen, Mini-Booklet, sage ich mal. Aber würde ich jetzt nicht extra, aufklappen. Ja, auf jeden Fall sehr gut erhalten für 4 Euro. Also es ist ja ein Schnäppchen, sag ich mal. Und soll ja auch ganz spannend sein. Ich glaube, da haben die sich auch kennengelernt in dem Film. Sind dann zusammengekommen, glaube ich wohl. Bin nicht mehr so genau sicher. Ja, wie viel dann ist der überhaupt? Muss mal gucken. Kann man so wieder schön zusammenstecken hier. Ist richtig cool gemacht. Ich glaube, der ist. Wie viel dann ist der? 16, 12, keine Ahnung. Steht auf jeden Fall hier nicht. Geht 115 Minuten. Habe ich auch mal nachgeschaut auf Amazon, irgendwo diese komisch, diese Edition hier habe ich nirgendwo gefunden. Also muss die wahrscheinlich auch schon ziemlich alt sein. Ob schon auch ein bisschen Wert haben, schätze ich mal. Ja, das war das. Ich rede zu viel. Die Zeit geht sonst so schnell flöten. Nächster Film ist auch vom Kaufhaus. Bube, Dame, König Gras. Jason Statham ist ein älterer Film, kann ich auch nichts zu sagen. Habe ich auch noch nicht gesehen. Könnt ihr euch ja sonst mal durchlesen hier. Pause drücken. Ja, ist ab 16, das ist ein alter hier Film, 107 Minuten. So eine Art ja Komödie, was steht da? Ja, Komödie. Bin mal echt gespannt, wie der ist. Ich bin ja auch so ein Jason Statham-Fan und so. Echt gespannt. Ja, es kam, da habe ich dann noch ein Steelbook gekriegt vom Kaufhaus. Auch sehr gut erhalten. Männer, die auf Ziegen starren, Steelbook. Das Einzige, was hier so ein bisschen ist, das sind hier diese zwei Kratzer hier oben. Aber sonst ist das Steelbook astrein. Wie niegelnagelneu, ist nichts dran, kein Kratzer, keine Dellen. Geht 89 Minuten. Männer, die auf Ziegen starren, habe ich einen Trailer schon gesehen, ist ganz witzig, soll er sein. Gut, habe ich es nicht gesehen, den Film, kann ich nicht zu sagen. Ist ab 12. Also gut, der Trailer war auf jeden Fall witzig. Film kenne ich jetzt nicht. Die Schauspieler, ich kenne nur George Clooney. Oder Ewan McGregor, glaube, den kenne ich auch noch so, glaube ich. Ja, und das war's auch. Bin mir echt gespannt, wie der ist. Männer, die auf Ziegen starren. Es geht zum nächsten Film. Auch vom Kaufhaus. Ja, wie gesagt, auch ein cooler Film. Auch mit Jason Statham, auch mein Lieblingsschauspieler mit Bankjob. Nach einer wahren Geschichte. Ist der Film. Sonst lese ich das mal kurz durch, was da steht. Ist ja 70er. Soll in den 70ern spielen. Ja, ab 12. Alter Flaschen. 107 Minuten geht der. Hat ja Wendekavade nicht. Ja, bin ich gespannt, wie der ist. Auf Trailer-mäßig ist auch witzig gewesen. Habe ich schon reingezogen im Trailer. Jetzt gehen wir zum nächsten. Ja, Under the Skin mit Scarlett Johansson.
Der sagt mir jetzt auch nichts. Habe ich auch noch nicht gesehen. Auch spontan mitgenommen. Auch für 2 Euro. Ja. Geht. Was steht das denn? Bin ich blind? Wie lange geht der denn jetzt? Ich sehe das nicht, meine Freunde. Tut mir leid. Finde ich jetzt nicht, wie lange der Film geht. Ja, und wie gesagt, die davor, die Filme habe ich auch alle für 2 Euro bekommen. Bankjob und Man of Ziegenstern, 2 Euro. Alles 2 Euro. Und die sind noch nagelneu. Keine Kratzer, nichts. Ja, Schneewittchen. Alter Film mit, ja, Sam Neill. Sigourney Weaver. Auch nicht schlecht. Ein alter Film. Von den 97ern. Ja. Bin ich gespannt, wie der so ist. Der Trailer war auch ja nicht schlecht, finde ich so. Ich mag ja auch nicht auch ältere Filme. Also ich jetzt nicht nur die neuesten Filme, ich mag auch so die 90er Filme, 80er Filme mag ich auch gerne sehen. Kenne ich jetzt auch nicht, aber gut, Schneewittchen kenne ich, aber jetzt diese Version nicht. Kann ich auch nicht zu sagen. Ist ab 12. Ja, das war der. Auch für 2 Euro. Dann einmal ja einen deutschen Film, Tattoo. Habe ich damals mal irgendwann gesehen, aber schon ewig her. Auch von der, ja, TV Movie Edition, auch für 2 Euro bekommen. Sonst liste ich das mal hier kurz durch, wenn ihr das könnt. Ein Thriller ist das auf jeden Fall. Ein deutscher Film. Trailer war auf jeden Fall auch nicht schlecht. Und ich habe ihn auch damals gesehen. Der war auch nicht schlecht. Der Film war auf jeden Fall auch spannend auf jeden Fall. Ja, ist ab 16. Ja. Auch nicht schlecht, finde ich. Also. Ja, das waren jetzt die ganzen Kaufvorfilme und da kann ich auf jeden Fall auch noch was zu erzählen. Also wenn ich meine Frau noch was einkaufe, ich habe mir ja die Filme gekauft und sie hat sich noch was anderes gekauft. So haben wir ausgerechnet so mit dem Handy so 30 Euro waren das knapp. Und wir standen auch vorne an der Kasse, so dass sie es das auch gehört hat. Und dann hatte sie dann natürlich auch selbst nochmal nachgezählt. Und dann habe ich noch zwischendurch reingesprochen und gesagt nochmal, ja, irgendwas habe ich dann gesagt. Und dann hat sie sich dann irgendwie verzählt und hat irgendwas mit 20 Euro gesagt. Und dann gucke ich sie so an, mit großen Augen so ein bisschen. Und dann sagte sie so, ja, 20 Euro noch was. Und dann, ja, habe ich ja sozusagen wieder 10 Euro gespart. Also ehrlich, also wenn man schon, ich sage ja nicht, wenn man dann das nicht kann mit dem Zählen, sage ich mal, gut, ist ja, dann nimmt man einen Taschenrechner, sage ich mal, und zählt das zusammen. Gut, ja, hat die halt Pech, hat die halt 10 Euro ja mir geschenkt, sage ich mal, und das waren schon 20 Euro diesen Monat. Also einmal mit dem Real dann 10 Euro gekriegt, umsonst. Ja, und dann nochmal 10, ja, schon 20 Euro gespart. Also, ja, da freut man sich ja als Filmeliebhaber, da spart man ja auch einiges. Ja, jetzt geht's weiter zum nächsten Film. Ja, gut, habe ich von meiner Frau bekommen, hat sie aus dem Grabbeltisch für 50 Cent. Vorher 5 Euro, 6 Euro, dann 2 Euro und dann 50 Cent. Ja, gut, habe ich zwar schon, ist noch eingeschweißt. Mission Impossible habe ich schon. Aber kann man ja immer mal vielleicht mal ein Mystery-Paket machen oder so, wer weiß, mal gucken. Dann nochmal, auch für 50 Cent, Samuel Jackson Edition. Kann ich auch zu allen Filmen nichts sagen, habe ich nicht gesehen, kenne ich nicht, die Filme. Ich kenne ihn natürlich, auch ihn kennt man ja sowieso, er spielt ja fast sowieso fast in jedem Film mit. Samuel Jackson ist ja wirklich in jedem zweiten Film heutzutage. Dann einmal, ja, nächste Edition, auch für, ich glaube auch für 50 Cent war das, den unteren habe ich, Untouchables, auch ein richtig guter Film. The Italian Job, und die beiden, die sagen mir gar nichts. Ja, auch von meiner Frau bekommen. 50 Cent. Ja, jetzt kommen wir zu was ganz Besonderem, sage ich mal. Jetzt geht's richtig gut weiter. Ich muss kurz in die Filme beiseite nehmen, meine Freunde. Tut mir leid. Hat sich einiges angesammelt. Jetzt kommen meine Lieblingsfilme, sage ich mal, die ich mir jetzt bestellt habe, diesmal auf Rebuy. Fangen wir mal an. Einmal mit meinem Lieblings. Ja, ich bin ja so ein Koreaner-Japaner-Fan. Weil die sowieso die besten Filme machen, sage ich mal, wenn es darum geht, um Gruselschocker. Fangen wir mal an mit Ju-On, The Curse, das sind die originalen Teile, die ersten beiden von, ja, The Grudge, sage ich mal, ist der Quatsch, weil da heißen die The Curse, Ju-On, The Curse 1 und 2, die originalen Teile, habe ich noch nicht gesehen. Gehen 146 Minuten zusammen, also das sind die originalen Vorteile, vor allem, sage ich. Ja, das war das. Ist auch ab 16, alter Flatschen drauf, hat auch kein Wendecover. Damals gab es ja noch nicht so in der Zeit. Das war mal der, also die beiden Filme. Und jetzt kommen die Filme, die sie dann im Kino, sag ich mal, die dann ja rauskamen nochmal als Remake oder wie man das heutzutage nennt.
Einmal You on the Grudge, der erste. Habe ich auch jetzt noch nicht gesehen, den hier. Ist auch ab 16, alter Flatschen drauf. Geht 89 Minuten. Es ist aus dem Jahr 2001. Habe ich noch nicht gesehen. Aber ich sage gleich noch ein bisschen was dazu. Das ist der erste davon. Jetzt kommen wir zu diesem zweiten Teil. The Grudge 2. Ja, ist auch ab 16. Es geht auch 89 Minuten. Habe ich auch noch nicht gesehen, diese Version. Ja, das waren jetzt die beiden Kinofilme, die da liefen. Und die ersten beiden Teile davor, The Curse 1 und 2, waren ja die allerersten. Und dann gibt es ja jetzt noch The Grudge, also der Fluch. Die habe ich hier kurz nochmal zeigen. Viele Leute, die durcheinander kommen, das sind ja die US-Remakes, die drei. Also das sind The Grudge, die US-Remakes 1 bis 3. Das sind die hier. Also sozusagen lege ich das mal kurz hier alles hin. Spiegelt ein bisschen. Aber egal, wenn das Video ein bisschen länger geht. Für Leute, die jetzt auch wissen wollen, die keine Ahnung richtig von haben. Und so, das sind jetzt die ganzen Teile, sag ich mal. Also, das sind die ersten beiden, die rauskamen. Dann der und dann die US-Remix. Also das einmal. Dann zweiter Teil. Der erste Teil. Und die Originalen. Ja, dann wisst ihr auch Bescheid. So zumindest habe ich das aus dem Wikipedia entnommen, sag ich mal, Leute. Dann wisst ihr Bescheid. Das waren jetzt die ganzen U-On-Sachen. The Grudge, sowieso Lieblingsfilme. Feier ich. Japaner, die Koreaner, die haben es immer drauf, sag ich. So, jetzt geht's weiter. Jetzt habe ich mir auch so eine kleine Collection geholt, sag ich mal. Muss ich suchen, da hat sich einiges angesammelt. Ich glaube, das ist das längste Video, was ich gemacht habe bis jetzt. Fangen wir mal an, ich lege mal alles hier hin jetzt so. Ich habe jetzt einmal noch Mimic-Teile gekauft. Einmal den Mimic Blu-ray, einmal mit dem Director's Cut und Kinofassung. Ist ab. Oh Gott, wie viel ist der? Ab 16 hat Wendecover. Geht. Die Kinofassung geht 105, Director's Cut 111 Minuten. Auf jeden Fall alter 90er Film, bis so 2000 mäßig so um den Dreh. Richtig gut mit so einer, wie nennt man das, Kakerlake, Schabe, die sich dann weiter mutiert und dann immer Menschengestalt annimmt und Leute angreift und so und aber gut, will nicht viel zu viel verraten. Ja, das ist Mimic 2, alte Auflage, 16. Wie gesagt, auch ungeschnitten, alles ist ja damals ja noch nicht so gewesen. Ja, Hauptfilm 18 Minuten, Mimic 2, Mimic 3, auch sehr gute Filme, finde ich. Auch ab 16. Ja, habe ich auch nicht viel zu erzählen, glaube ich. Mimic kennt ja auch wahrscheinlich jeder von euch. Das waren die Teile. Das waren die ganzen Mimic-Filme. Ja, jetzt kommen wir zum nächsten Film. Christie, Uncut Edition. Ja, brauche ich auch nicht viel zu erzählen. Könnt ihr am besten durchlesen, weil besser lesen, als wenn ich das so irgendwie labern, dann sage ich was Falsches. Habe ich gesehen, schon länger her. So genau wie das ist und war, weiß ich jetzt nicht, wenn ich es Falsches erzählen. Geht 82 Minuten, ist ab 16, hat auch ein Wendecover. Dann mal das. Dann einmal Gegen die Wand, auch ein sehr guter Film. Ja, brauche ich auch nicht viel zu erzählen, am besten selber durchlesen. Ja, ich glaube 12 war der, ab 12 ist der, hat auch ein Wendecover. Gegen die Wand. So, jetzt kommen wir gleich zu meinen, sag ich mal, Geheimtipps. Aber, Insidious 2, jetzt habe ich sie alle drei. Habe ich mir auch bestellt bei Rebuy, auch für, ich glaube, 2 Euro war noch eingeschweißt komplett. Also da aber habe ich richtig gestaunt. Das hat 16, hat mir noch gefehlt, geht 101 Minuten. Hat, wie gesagt, kein Wendecover, aber den verstehe ich nicht. Warum die kein Wendecover haben, aber, wie gesagt, auf jeden Fall Insidious 2 brauche ich ja nicht viel zu erzählen. Ja, jetzt kommen wir zum Film. Ja, Amusement. Ich sag, sehr teuer zu kriegen. Außer man holt sich die englische Version für ein paar Euro, aber das will ich ja nicht. Also ich will ja wenn schon auch was auf Deutsch sehen.
Ich sag ja, und dann auch was verstehen. Und dann habe ich mir die halt für, glaube ich, für 18 Euro gekauft. Sonst kriegst du die nicht günstiger. Ich glaube schon über, ich glaube, kostet mittlerweile schon 30 Euro. Ist wahrscheinlich out of print schon, soweit ich das weiß, glaube ich. Das ist die alte Version, die 18er Fassung, geht 85 Minuten. Ich sag, der Film ist es mir wert. Ich feiere den Film richtig ab. Also der ist richtig gut gemacht, finde ich. Hat, ich glaube, wie das nochmal war, ich glaube, drei verschiedene Parts, drei verschiedene Frauen und die was da machen, so genau. Sonst lest euch das einfach mal am besten selbst nochmal durch. Wie gesagt, ich habe den Film schon immer gesucht und ja, meine Frau hat mich drauf gebracht, sage ich, die hat gesagt, hier komm, wir müssen, wir kennst du noch, und so wollte sie sich selbst erst kaufen. Dann habe ich mir den einfach gekauft, so, und dann, ja, auch ein sehr guter Film. Auch allein schon mit dem Clown, das ist richtig gut. So, jetzt kommen wir zu so ein paar Geheimtipps. Ja, Elling, meine Freunde, Elling. Also Elling muss man gesehen haben, auf jeden Fall. Es sind, ich glaube, französische Filme, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Auf jeden Fall sehr gut gemacht. Also besonders der hier, also der ist richtig gut. Ja, so Muttersöhnchen-Typ, der halt Angst rauszugehen und der halt ja Jungfrau ist und sehr viel frisst. Leben dann halt so in einer WG und richtig geil, also zum Totlachen. Also das muss man gesehen haben, finde ich. Ja, haben halt ihre Ängste, ihre Probleme, aber richtig gut gemacht. Ja, ist aus dem Jahr, steht das hier? Nee. 85 Minuten plus 6 Minuten. Also richtig, richtig gut. Also ich habe mich da tot gelacht. Also da musst du am besten nochmal durchlesen hier. Ja, haben so eine WG zusammen und einer hat, beide haben verschiedene Probleme, aber auch, ist ja auch heutzutage ja auch, ist auch wirklich so, dass Menschen das haben. Teilweise. Den kenne ich nicht, Elling, nicht ohne meine Mutter, ist halt der Vorfilm, glaube ich, war das von dem anderen. Wenn ich mich jetzt nicht täusche, ist aus dem Jahr 2003. Ja, so Muttersöhnchen halt, der mit seiner Mutter zusammenlebt und so Urlaub fährt und sowas alles. Aber ich habe ihn noch nicht gesehen, kann ich noch nicht zu sagen. Sonst lest euch das hier einfach mal durch. Also, das sind meine Geheimtipps auf jeden Fall. Elling, die beiden. Ja, jetzt kommen wir noch zu so einem Geheimtipp: Tusk. Nicht Tusk, also Tusk, Mr. Tusk, also da braucht man eigentlich viel, also richtig kranker Film ab 16, heftig. Ja, es ist halt so dieser Verrückte hier, der ist halt ein Seefahrer und so und ja, hat so ein Erlebnis mit so einem, ja, so einer, ja, so ein Walross gemacht, sag ich mal. Und ja, gut, ich will nicht zu viel verraten, ihr müsst euch einfach mal ansehen, auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Film. Also ich habe mich da weggeschmissen, als ich den gesehen habe, also ich konnte nicht mehr, es ist. Am besten sucht den Trailer oder googelt danach, also der ist richtig gut. Finde ich gut gemacht. Das Ende ist ein bisschen komisch, aber trotzdem kranker Film, sage ich mal. Geht 97 Minuten. Ihr müsst euch jetzt nicht wundern, ich bin jetzt ein bisschen drüber über diese Zeit. Ab 17 Minuten und dann macht er so Arzt so einen Neuanfang mit dem Video. Dann kommt so ein komisches, ja, Cut-Ding und dann geht das dann, aber seht ihr dann ja im Video. Auf jeden Fall, der Mensch ist das gefährlichste Tier, sage ich nur. Also allein schon, wenn ihr das wisst, was das hier ist und mit ihm was zusammenhängt, so ein bisschen, so ist ja so eine kleine Anspielung, sehr gut gemacht und auch zum Totlachen. Also auch die von ihm, diese Ironie, wenn er den, ja gut, ich will nicht zu viel verraten, auf jeden Fall, das sind meine beiden, also Elling und Tusk, auf jeden Fall, Mr. Tusk, auf jeden Fall, sind auf jeden Fall meine Favoriten, Geheimtipps für euch. Jetzt kommen wir zum Special, sage ich mal, was ich auch gut günstig gegriffen habe, was mittlerweile auch richtig teuer ist. Ja, G-Pass, Gree-Pass, 4-Disc Deluxe Edition, die alte Auflage, 1 und 2 G-Pass, Gree-Pass. Also da muss ich sagen, ich habe da mal nur so nachgeguckt auf Amazon, kostet die mittlerweile 40, 50 Euro. Und da habe ich mal aus Spaß bei Rebuy geguckt und so für 12 Euro bekommen. Also, das müsst ihr mal reinziehen. Für 12 Euro und hier ist nichts dran. Allein die CDs sind spiegelglatt, ohne Kratzer. Also, Jeepers Creepers 3 ist ja, kommt jetzt auch hier mittlerweile jetzt demnächst raus. Auch ungeschnitten in Deutschland weltweit. Und da ich ja sowieso diese alten 90er-Filme mag und ja, habe ich mir die dazugelegt. Für 12 Euro kann man echt nichts zu sagen. Und einzigste Manko ist halt die Ecken hier so ein bisschen ausgefranst. Aber gut, kann man ja nicht verhindern, wenn man das dann rein reinschiebt da und dann eben auf den Boden datscht und so. Aber ehrlich gesagt, das ist eine sehr, sehr schicke Box. Also die, so gut erhalten, das ist heftig. Also richtig toll. Und auch richtig Glück hatte ich. Also
Ja, eine 4-Disc-Edition mit Bonusmaterial ohne Ende. Will ich aber jetzt nicht alles rausholen. Richtig geil. Also richtig tolle Edition, auf jeden Fall für 12, 13 Euro. Kann man nichts zu sagen. Jeepers Creepers, richtig gut erhalten. Außer hier vielleicht ein bisschen so, aber das ist ja eh nicht schlimm. Hauptsache man hat die Filme, sage ich mir immer. Und wer weiß, was für Wert die später haben. Allein, weil die dann irgendwann nicht mehr produziert werden, schätze ich mal, die alten Sachen so. Und dann hat man die zu Hause im Regal stehen. Ich sage ja, auch wenn die ein bisschen angedöscht sind, haben die ja trotzdem einen Wert. Ich sage ja, geil, 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 sage ich nur. Ja, das war Jeepers Creepers. Jetzt kommen auch noch richtig geile Japan, ja, koreanische, ja, Filme, sag ich mal. Auch eine Trilogie, The Call. Oh, wie ich die liebe, die Filme. Damals gesehen, vor etlichen Jahren mal. Und jetzt habe ich die ganze The Call Box Original auch bei Rebuy für 15 Euro bekommen. Wie gesagt, einzigste Manko, was ich hier an den Ecken so ein bisschen, aber das kann man ja eigentlich fast nicht vermeiden, außer man stellt die hin und berührt die nie. Aber ich bin froh, dass ich die jetzt habe. The Call 1, 2 und 3. Richtig tolle Filme, sag ich mal. Kriegen halt so einen Anruf, so eine Klingelton kommt dann und dann, ja, sterben die danach. Also richtig gut gemacht. Kann ich da mal kurz rausholen. Ich bin ja sowieso schon über die Zeit hinaus. The Call 3, Final. 1 und 2 Box. Was ist 1 und 2? The Call. Ja, ja, Call 3 The Final Edition. Dann 16. Geht 100 Minuten. Hat kein Wendecover. Aber wie gesagt, erste ist sowieso der beste von allen Teilen. Danach ist auch nicht schlecht, aber FSK 16 auch. The Call 2, so sieht das aus. Das gute Stück. 102 Minuten. Auch kein Wendecover. Und The Call 1. Auch ab 16. Geht 108 Minuten. Auf jeden Fall sehr, sehr gute Filme. Wie gesagt, die Japaner, Koreaner und was nicht alles, die machen ja sowieso die besten Horrorfilme und allgemein Kampffilme, Actionfilme, so. Also sag ich ja, das sind sowieso die besten, finde ich, für mich persönlich. Und die Franzosen auch so. Rest kannst du eh knicken. So sieht das dann nochmal aus von hinten. The Call. Lest euch das sonst mal hier durch. Auf jeden Fall eine sehr, sehr coole Box. Ich sag, für 15 Euro kann man echt nichts zu sagen. Die kriegst du ja auch so gut wie nicht im Laden und so. Ja, das war das mal von mir. Ein bisschen Überlänge, sag ich mal. Wie gesagt, ab der 17. Minute werdet ihr wahrscheinlich merken, dass dann so ein kleiner Sprung kommt im Video, weil das dann halt, ich kann halt komischweise nur 17 Minuten aufnehmen und dann da kommt dann irgendwie so ein Cut und dann läuft das automatisch weiter, dann muss ich das halt verbinden, das Video. Ja, wie gesagt, meine Freunde, das war mein, ja, Film-Update, DVD, Blu-ray, Film-Update, jetzt im Februar, ich habe seit Januar, sogar seit Ende Dezember bis Januar und jetzt habe ich halt mir so ein paar Filme angesammelt und die habe ich euch jetzt ein bisschen präsentiert, sage ich mal. Ja, gucken, was demnächst noch alles kommt auf meinem Kanal. Ich sage, im Moment habe ich erstmal nur das jetzt abgedreht. Vielleicht erstmal nur eine kurze Pause wieder und dann irgendwann wieder was Neues. Aber ich sage, Leute, dann wisst ihr Bescheid erstmal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst einen Daumen da, abonniert mich, wenn ihr wollt. Ja, und dann sieht man sich wahrscheinlich dann, ja, beim nächsten Update. Yo, peace, Leute. Haut rein.